Alice Schwarzers feministisches Magazin Emma fällt mal wieder transfeindlich auf. Dieses Mal geht es um die grüne Politikerin Tessa Ganserer. Ich erkläre euch, worum es genau geht. Angefangen hat alles mit diesem Insta-Post und dem dazugehörigen Artikel, in dem die Emma die Politikerin Tessa Ganserer als Mann beschreibt und ihr ihre Transidentität sozusagen versucht abzusprechen und uns LeserInnen weismachen möchte, dass es in Wahrheit ein Mann ist, der da im Bundestag sitzt. Daraufhin gab es viel Kritik aus der queeren und feministischen Community gegenüber dem Magazin und der Hashtag Solidarität mit Tessa wurde ins Leben gerufen und trendete kurz darauf auf Platz 3 der Twitter-Trends in Deutschland. Der Artikel ist aus mehreren Gründen transfeindlich, er beinhaltet unter anderem Deadnaming sowie das Absprechen der Geschlechtsidentität von Tessa Ganserer sowie die Kritik am Bundestag, die ja Tessa Ganserer als Frau in den Statistiken zählt. Dies kommt allerdings nicht überraschend, denn selbst auf Wikipedia wird die Zeitschrift als transfeindlich bezeichnet.